Ja, willkommen zu einem weiteren Tutorial von Wie geht das im Blender? Heute reagiere ich auf einen Kommentar von Thomas H. auf meinem Gewindetutorial, die ich vorgestern gemacht habe. Und er hat spaßeshalber gemeint, ja, jetzt braucht es noch das Innengewinde für den Deckel. Und ich habe zwar geantwortet, das braucht man nicht, man sieht das nicht, wenn er drauf ist, aber ja, der Dr. Hofmann möchte das sehen und euer Wunsch ist mein Befehl, ich werde das schnell machen, das ist eine kurze Sache, also legen wir los. Ich habe hier meine Flasche und damit ich in etwa in der gleichen Höhe bin, gehe ich im Edit-Modus, markiere diese Loop und dann mit Shift S Cursor to Selected, damit mein 3D-Cursor in der Mitte ist, genau in der Mitte. Okay. Dann füge ich eine Plane hinzu, rotiere sie in der X-Achse 90 Grad, ich gehe in der Frontansicht und Ctrl-A. Rotation und Scale zurücksetzen. Dann gehe ich im Edit-Modus und füge hier drei Loops, das genügt. Ich blende die Flasche aus, damit sie uns nicht stört. Markiere diese drei, GZ 0,1 und diese drei GZ und diesmal minus 0,1. Okay. Drei genügen für den Deckel. Dann füge ich hier noch 8 Segmente ein und gehe im Edit-Modus. Wir achten, dass das die Rotation und die Scale auf 0 bzw. 1 ist, ansonsten Ctrl-A, Rotation und Scale wählen. Dann fügen wir hier den Simple Deform Modifier. Wir gehen hier auf Band, Z und hier 360 Grad, wie bei der Flasche, und ich apply diesen Simple Deform Modifier. Dann gehe ich mit Ctrl 1 auf dem Numpad in die hintere Ansicht. Ich gehe auf Vertex Modus und füge hier ein Segment mit Ctrl R und schmeiße genau da drauf. Den kann ich verwenden, markiere es mit Alt-Klick hier in der Mitte, nicht auf dem Vertex, ansonsten markiert er die Vertikale, sondern hier drin und GZ und richte das so aus. Das sollte genügen. Ich gehe im Edge-Modus, markiere diese da mit Alt-Klick und Ctrl-X und lösche die. Ich brauche sie nicht mehr. GZ, wir gehen etwas nach oben, markieren diese da, GZ und etwas nach unten. Und jetzt muss ich noch diesen Trick und diesen Vertex hier zu snappen. Also gehe ich im Edge-Modus und hier im Durchsicht-Modus und dann klicke ich hier. Bei mir hat es geklappt, ansonsten ist das nur diese da, das ist die falsche, es muss die ganze bis da oben, also nochmal klicken und man sieht sie ganz schwach, sie ist markiert. Rechtsklick, Subdivide und das gleiche hier, nicht diese da, sondern diese da, die ganze und auch hier Subdivide, dann gehe ich im Vertex-Modus. Markiere diesen da und diesen da unten mit Shift und dann M at last und das gleiche hier, die Lose hier und Shift-Klick das andere und M at last. Dann markiere ich mit A alles, ich gehe in der Frontansicht und drücke M. Bei Distance, jetzt hat er mir schon zwei weggenommen, aber ich
gehe hier mit dem Wert nach oben, bis er das macht, und dann gehe ich ein bisschen zurück und ich sehe, er hat noch 4. Ich sehe jetzt, dass es stimmt, und er hat 4 Vertex gelöscht. Das ist okay so. Dann gehe ich im Edit-Modus, ich gehe aus dem Durchsichtmodus aus, markiere mit Alt-Klick diese da, Ctrl-B, ziehe das etwas auf und mit dem Scrollrad der Maus füge ich ein Segment hinzu. Und jetzt kommt das sogenannte Reverse Engineering, das ist das Zurück-Engineeren. Bei der Flasche haben wir nach außen skaliert, und hier markiere ich das mit Alt-Klick diesen da, Alt-S, und skaliere nach innen statt nach außen. In etwa so. Dann gehe ich im Edge-Modus und muss diesen Vertex hier etwas nach außen ziehen am Ende des Gewindes. Also gehe ich hier mit 3 und im Durchsichtmodus und verschiebe mit GY-Achse etwas nach außen, und das gleiche muss ich hier machen mit diesem da, und die hintere Ansicht ist Ctrl-3 auf dem Numpad und GY auch nach außen, in etwa so. Ich schalte den Durchsichtmodus aus und mein Gewinde besteht schon. Rechtsklicken, Shade Smooth, und hier unter Normals den Auto Smooth einschalten. Und dann kann ich entweder mit Ctrl-3 oder hier mit Add Subdivision Surface 3 im Viewport und skaliere mein Deckel in etwa so nach unten, und dann gehe ich im Edit-Modus und drücke hier auf Alt-Klick. Wenn ihr das nicht seht, dann kann man hier den Subdivision ausschalten für einen Moment. Ctrl-B, mache einen Bevel-Modifier mit einem Segment in der Mitte und schalte wieder mein Subdivision-Modifier, und so habe ich mein Gewinde etwas ründlicher. Okay? Gut. Dann gehe ich im Edit-Modus, markiere mit Alt-Klick diese, Edge, ES für Extrudieren Scale, skaliere es etwas nach außen, EZ für Extrudieren in der Z-Achse, und jetzt schalte ich hier um auf Vertex und GZ, und mit Ctrl gedrückt zeige auf diesem Vertex da, dann ist es schön ausgerichtet auf die gleiche Höhe. Wenn ich das habe, Shift-Alt-Klick auf diese Edge, Rechtsklick und Bridge Edge Loops. Da oben markiere ich mit Alt-Klick diese Partie da, Extrude Scale, so, Extrude Scale und nochmal Extrude Scale und dann M Add Center, dann macht er das zu. Jetzt füge ich hier ein Edge Loop und dann Ctrl-B ohne, also ohne Segment hier in der Mitte, also mit dem Scroller zurückdrehen, und gehe in etwa da oben. Vielleicht markiere ich diese da und gehe nach Z etwas runter, und dann mit Alt-Klick markiere ich diese da, Ctrl-B für Bevel ohne
Da stimmt was nicht. Wieso? Weil meine Scale-Werte nicht stimmen. Also muss ich zuerst die Scale-Werte zurücksetzen. Das habe ich vorhin vergessen. Darum funktionierte mein Bevel nicht richtig. Und jetzt wieder Ctrl-B und jetzt stimmt er. Und dann fahre ich mit dieser da etwas nach oben. Dieser Support Edge und füge hier unten auch noch eine Support Edge. Support Edge braucht man für den Subdivision Modifier und dann mit Ctrl B. So, wieso Support Edge? Weil bei Rundungen, bei den Ecken versucht der Subdivision Modifier immer, falls diese Kante da nicht vorhanden ist, zwischen dieser und dieser, oder wenn diese vorhanden ist, diese nicht und diese auch nicht, versucht er einen Wert bis zur nächsten Edge abzurunden und so beschränke ich in dem Subdivision Modifier nur von hier bis hier zu abzurunden. Respektive von da bis da und von da bis da. Und voilà, mein Deckel ist schon erledigt mit Innengewinde für die, die scherzhaft fragen, wo das Innengewinde ist. Und jetzt blende ich meine Flasche wieder ein. Mein 3D-Cursor ist immer noch in der Mitte des Loches hier. Ich muss nur hier die Origin in der Mitte setzen. Für das markiere ich den Deckel, Shift S, Origin to Geometry und dann Shift S, Selection to Cursor und mein Deckel ist da. Ich kann ihn etwas nach unten schieben noch und falls er zu groß oder zu klein ist, skalieren, bis er passt. Voilà, eine Flasche mit Gewinde und Deckel auch mit Gewinde für die Detailverliebten unter euch, die gerne das Gewinde im Schraubdeckel hätten. Okay, das erledigt in 12,5 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie immer, liken, subscriben und wenn ihr Kommentare habt, bitte im YouTube-Channel schreiben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.